So! Wow! Wir müssen gar nicht klappen, merkst du? Das ist toll! Also, folgendes: Eines, das ist immer ganz wichtig, einmal beim Festival möchte ich ein riesen Dankeschön sagen an eine unglaubliche Crew hinter den Kulissen, ob das Security, Technik, alle hier hinten auf uns aufpassen. Ein riesen Applaus für euch. Wir haben folgendes uns überlegt: Der Thomas und der Marcel, die haben dieses traumhafte Bild unterschrieben. Thomas ist der Stage Manager und Marcel der Tontechniker, und das verlosen wir jetzt. Pass auf, wir versteigern es. Was bietet ihr? Das ist gut, oder? Das machen wir nicht. Ey, das können wir niemandem antun. Wir können keine Waldorfschüler auflegen lassen. Das ist. Nein, das war. Komm, ein Schnürsenkel würde ich vorschlagen. Ich biete 50 Euro. Wow, ich glaube, da kann keiner mithalten, oder? Es wird dir, herzlichen Glückwunsch! Es wird gehört also mir, vielen Dank, Mann! Herzlichen Glückwunsch! Ich finde, dass diese grauen Wölfe sehr gut zu mir passen, danke schön. Ich will euch auch behalten. Und das zeigt euch auch mal, wie viel Spaß wir auch hinter den Kulissen haben. Es ist für uns nämlich auch ein Riesenfamilientreffen. Und jetzt halten wir aber unsere Klappe. Wenn Marc seine Peitsche auspackt, dann muss ich nämlich zur Seite gehen und das Mikro abgeben. Meine Damen und Herren, es gibt eine einzige Band in der schwarzen Szene, die wirklich jeder kennt. Und auch nur eine. Und diese Band, die kommt ja genau. We arrived backstage. The first people are fleeing because they don't want to be on video. But there's one person that who is going to be on stage. Hello, good morning. How do you feel? And who loves to be on video? What does it make? How does it make you feel to be on stage in front of such lovely black gloomy persons? Yeah, well, it feels great. It feels odd because we're such a white gloomy persons. We're not dressed in black. We're dressed in white, so it's odd. But yeah. No worries, we're gonna make them change their clothes. Is the fire in your heart, is it colorful, is it blue, is it red, is it black? Is it black? Oh, it's definitely not black. I would say it's greenish. Greenish. Mm. And you said I'm matching one of your song lines. I'm a doctor. Yeah, you're a doctor, not an escalator. You're a doctor, not a bricklayer. Exactly. You know the song. Yeah. In case you are too young and just stumbled into the scene last year, watch SPOCK. When did you rename the band's name? When did it happen? That was in 1990. We were trying to be called Mr. Spock, but there was a certain movie company that said, no, dude, that's going to be expensive. How did they call you or contact you? No, I contacted them because I was aware that there might be some copyright issues. We solved it. So you do it the Northern European way properly. You contacted the company and told you We are a very bureaucratic band. How expensive would it have been if you would have called it? There was no price tag.
Probably a million. If you want the band to be called Mr. Spock, get some money together and send it over. Oh, yes, please. Start collecting on our fundraising campaign for making us change our band name after 35 years. Ampli Festival is starting, ladies and gentlemen. And this is one of our superstars. This Thank is you very much. Android from Starpilot on Channel K or Spock. Live long and prosper. Der erste Schritt, wenn man überhaupt auf die Bühne will, ist, dass man eine AAA-Karte braucht. Man muss berechtigt sein. Ne? Aber du hast was in Erinnerung aus unserer jahrelangen Zusammenarbeit. Ich habe noch was Cooleres als die Karte, wo man überall mit reinkommt. Besser geht's nicht. Das ist mein Hannah Montana Backstage-Ausweis, Freunde. Weißt du noch, wer Hannah Montana war? Erinnerst du dich noch? Ja, die Serie mit Miley Cyrus. Ja, hast du geguckt? Nee. Kennst du noch? Nee, aber du weißt, dass es immer gab. Ja, du bist ja ein bisschen jung dafür wahrscheinlich. Das ist Miley Cyrus, liebe Freunde. Sie war früher Hannah Montana. Weißt du das noch? Du hast es mir schon so oft erzählt mittlerweile. Aber ich hätte es vorher nicht gewusst. Es fühlt sich an, als ob ich das erste Mal erzählen würde. Aber du wusstest es. Das finde ich sehr, sehr gut. Guten Tag. Rein zufällig stolpern wir hier in riesige Bandbesprechungen rein. Was habt ihr besprochen? Das? Genau das? Genau. Wer ist dieser Mann? Postet es hier drunter. Und wer sieht dich? Wer ist hier? Ja, genau, ja. Ich habe eine ganz geschickte Technik gefunden. Wenn ich dringend was vom Management brauche, dann die Band, die gerade dran ist, gehe ich hin. Hallo, grüße ich, um dann ganz schnell meine Sachen. Du meinst ja eine bessere Connection, Sven, oder bessere Connections? Weiß ich nicht. Aber du probierst es jedenfalls. Kaltblütig. Ja. Wer hat bessere Connections, Sven oder Bruno? Skrupel. Zusammen sind sie unschlagbar, würde ich sagen. Dankeschön. Der erste Moderator neben mir ist aufgetreten. Das ist jetzt. Schönen guten Tag. Du bist unser kölsches Lokalkolorit und hast eigentlich immer einen schönen Reim fürs Amphitheater. Hast du schon einen Reim? Oder so, jetzt mal aus der Hüfte geschwungen. Aus der Hüfte. Lief Glück, schön, dass ihr heute hier sitzt. Wir feiern hier die ganze Zick. Dreh mal Amphi alaf. Wow, das beißt sich ein wenig. Wie kommst du damit klar mit solchen kölschen Sprüchen? Verstehst du das? Ich komme aus dem Port, ich muss damit klarkommen. Ja, du bist also wie Tschüssikowski und sowas. Ja, genau. Ja, okay, ja, super. Voll was. Wer von euch ist geruchtiger? Ich denke mal. Entscheidet ihr. Ja, die Schuhe sind natürlich fragwürdig. Was sagst du zu den Schuhen von Jens? Geht gar nicht. Ja, oder? Warum hat er die an? Was hast du? Ich hatte die immer an. Ah, das ist halt kein Gruft, das ist es einfach, ne? Aber ja, so halb. Was bist du denn? Rockabilly? Ich bin eine kölsche Junge. Also ich finde, er sollte Pluspunkte kriegen, allein, dass er heute in Schwarz aufgetaucht ist. Ja, das stimmt. Er immer an Schwarz. Also kriegt er Gruft die. Und schwarz-grau, sagen wir mal, mit grauen Brusthaaren, die hier durch. Obwohl, ich muss sagen. Schimmern, ne? Kann man sagen. Also ein bisschen was so ein Dieter Thomas Kuhn. Aber wir haben wirklich schon Leute nach Navajent heute mehrmals angesprochen, wo man Navajent ist. Aber das gibt's nicht mehr. Also sie verbrannt. Nein. Ja. Geil, Navajent-Verbrennung. Habt ihr das auch schon miterlebt? Ich checke gleich mal wieder. Genau, das haben wir schon. Bevor die Cat gleich ins Hotel nochmal muss, eine kurze Frage. Ich habe hier den coolsten Backstage-Pass aller Zeiten. Weißt du, wer das ist? Hannah Montana. Wirklich? Kennst du? Ja, ist nicht ganz meine Ära gewesen, aber ja, mein Kind. Was hast du zu der Zeit gehört, dass du in der Ära Britney warst? Britney Spears. Ich bin der größte Britney Spears-Fan, den es gibt. Oh mein Gott. Damit bist du nicht alleine. Hast du mal, was sagst du jetzt zu Britney? Wie denkst du, wie es dir im Moment geht? Alle sagen, ihr geht's. Britney Army steht immer noch zu dir. Ja, du bist ja, Britney klar. Army. Ja, klar. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Dankeschön. Die erste Band, die ich ansage, ist die sehr gute Band Xotox, die einen eigenen Raum hat. Champagner, Früchte, Kaviar, alles ist da drin. Und hier sind die AnsprechpartnerInnen, die mir sagen, was ich gleich sagen soll. Und was soll ich gleich sagen? Ja, also Sexiest Man Alive ist ganz wichtig. Bist du der Sexiest Man? Nein, der ist natürlich schon oben. Der ist schon oben? Ja, ja. Und der ist nämlich aufgeregt und schon auf der Bühne. Richtig, der tigert da wie so ein Löwe. Passt aber auch zu Elektro, kann man ruhig hin und her laufen, ne? Muss man. Warum seid ihr nicht oben? Wir haben ja noch Zeit. Wir sind ja nur ihr seid entspannt. Die Bittsteller. Ihr seid nicht aufgeregt? Nein. Kein bisschen? Doch, natürlich. Ich bin die Nanny. Du bist die Nanny. Ja, okay. So, wir gehen jetzt schnell zur Bühne. Vielen Dank. Jetzt weiß ich, was ich sagen soll. Dankeschön. Tschüss. Ja. Das sind so alte Katakomben. Hier sind noch andere Bands. Hallo, andere Bands. Hallo. Hallo. Seid ihr aufgeregt? Ja. Ja. Sehr. Aber gut aufgeregt. Das ist das erste Mal so eine große Bühne. No shit? Ja. Oh wow, ja dann, was sagt man denn? Halt den Beinbruch, ne? Genau. Cool. Bis gleich. Sehr gut. Hier ist Welle. Und hier ist Volker Pispers. Nee, das ist natürlich nicht.
Bist du aufgeregt, Hälschen? Nein, überhaupt nicht. Nein. Einer muss auf die Ruhe hier bewahren. Ja, das sagt die Ines immer, aber man weiß es nicht. Innerlich ist sie vielleicht doch aufgeregt. Postet ihr drunter, ob ihr glaubt, dass die Ines vielleicht doch aufgeregt ist. Das letzte Mal, doch, es war 2016. Das war vor Corona. Immer wunderschön. Das war vor Corona. Moment, wir machen jetzt erstmal Zeit. Warte, ach, ich muss. Die Feuerwehrleute will ich nicht. 2016 waren wir hier auch oben, da war es voll. Ja, da war es voll. Also, ich verstehe es jetzt auch nicht, wo die Leute, irgendwas stimmt hier nicht. Ines behauptet, die Türen wären auf. Ich bin mir da allerdings nicht so sicher. Hat der Stage Manager gesagt? Ach, der lügt. Ja, der lügt vielleicht. Wir wissen es nicht. Sind die Türen wirklich auf? Oder Ich hoffe. Also ich bin ja nur für die Bühne zuständig. Also. Dir ist es egal, ne? Also ob unten jemand also ist. Also ich bin bereit. Du bist also, bereit. Ja, genau. Würdest du trotzdem spielen? Klar. Auch wenn nur die Ines und ich hier wären. Privatkonzert. Erstmal für euch immer und zweitens werde ich dafür bezahlt. Und drittens, ja, warum nicht? Was machst du eigentlich mit der ganzen Gage hinterher? Hast du schon eine Kreuzfahrt gebucht oder ein Apartment in New York gekauft oder sowas? Nutten und Schnaps. Ja? Nutten und Schnaps. In der Reihenfolge, oder? Ja, deswegen bin ich auch mit Frau und Kind hier. Wir waren schon Backstage. Nein, ich bin oben, aber da Backstage haben sie gesagt, wir sollen dich ansagen mit den Worten Sexiest Man Alive. Deine Crew hat das gesagt. Kannst du damit leben? Es gibt für alles einen Liebhaber, klar. Das hier ist der Rhein, das größte Süßwasserfließgewässer in Westeuropa. Das sind die Kölner Verkehrsbetriebe. Und das ist RTL, der Sender RTL, den ihr alle kennt. Und jetzt gehen wir aufs Schiff, auf die Orbit Stage, ein Partyschiff. Und da sage ich eine Band an, von der ich, die ist super gloomy, die Band, von der habe ich aber dieses während Corona dieses Armband erworben. Da steht drauf Sassy. Findest du, dass ich Sassy bin, Häschen? Bist du auf jeden Fall. Ich bin ja. Sassy. Ja, sehr sassy. So, wir sind am Eingang. Hier steht einer, der weiß, was die KD sind oder ist. Ja, eigentlich, ich bin der zweite Schiffsführer an Bord, ja. Und das erste Veranstaltung haben wir gestern gehabt. Sehr coole Leute, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich vorher nie damit befasst. Bin normalerweise ein Metal-Fan, aber so ein bisschen die Musik mit reingehört. Super, ordentliche Leute. Ich bin hergekommen mit Klischee. Weg. Alles was, weg. Was war das Klischee, dass alle schlecht gelaunt sind? Oder alle so? Satanisten. Ach, alle Satanisten. Woran erkennt man Satanisten? Keine Ahnung. Und du hast festgestellt, die Gruftis wollen keine nicht Gruftis genannt werden. Das habe ich mich reingelesen. Wir haben ein bisschen beschäftigt damit gestern da. Ne? Wer ihr eigentlich so seid, weil ich bin ja selbstständig. Ich bin jetzt so für ein paar Tage da. Und da hat überhaupt, also teilweise überhaupt nichts damit zu tun. Ne? Und Gruftis okay. Gothic, Goths. Gruftis, wie immer die Leute dann halt genannt werden wollen. Ich finde es sehr cool, dass ihr halt einen eigenen Weg geht. Super, cool. Vielen herzlichen Dank. So, jetzt gehen wir aufs Schiff und steuerst du nachher auch rüber, wenn wir rüberfahren nachher? Nee, heute nicht. Morgen bin ich dabei. Ich habe heute Abend eine Charterfahrt auf den Jan van Weert und dann morgen bin ich wieder hier. Cool, da freuen wir uns schon. Dankeschön. Super. Danke. Hier im Backstage treffen wir die Bianca wieder. Hallo Bianca. Schon wieder. Von Rabengott. Für Rabengott. Als Gast. Und du hast hier, es ist kein Party-Igel für Käse oder so Trauben. Könnte aber sein. Könnte sein, ist ganz aber nicht. Große Trauben. Ja. Für ganze Käse. Aber was ist in Wirklichkeit? Das ist so ein Flötenhalter. Ein Flötenhalter, weil du mehrere verschiedene Flöten, zum Beispiel große, kleine, die dunkler klingen oder heller klingen. Ja, und so weiter. Heute aber nicht. Heute habe ich nur eine dabei, die aber schnell griffbereit ist. Und dann tust du die auf diesen Ständer. Wie steht drauf? Ist das was, haben das viele Flötenmusiker und Musikerinnen? Ja, das haben Also das ist keine Sonderkonstruktion? Nee. Cool. Wusste ich nicht. Wusstet ihr das? Postet es hier drunter. Ja? Wir sind Backstage bei Rabengott. Drüben wurde schon ein bitterer Witz gemacht. Wie oft habt ihr den schon gehört? Rachengold. Oder ist der eure Eltern? Der ist neu. Aber könnt ihr aber darüber schmunzeln? Einfach so ein bisschen. Natürlich. Ja, weil eben hat auch der Security-Mann gedacht, wir hießen, wie nochmal? Ragolo. Also das haben wir auch schon gehört. Diabolo. Das wäre auch gut. Aber Rachengold ist Hammer. Vielleicht machen wir Shirts. Ja. Wem ist das eigentlich? Das kriegen wir das Patent? Ja, das könnt ihr haben. Das war Backstage einfach irgendein Künstler. Ah, doch, nee, es war der Alex. Es war der Alex von einer der ganz großen Bands hier. Witzelski? Ja. Der soll mal rüberkommen. Wo ist der hier? Nee, der ist drüben. Der ist leider heute nicht im Publikum bei euch, weil der selber spielt auftritt. Ich werde gleich hoffentlich irgendwo Backstage zu ihm kommen und dann kriegt er von mir eine. Wir haben den Band vor ein paar Wochen noch getroffen und er hat ja sich nicht getraut, das zu uns zu sagen. Also Alex, hier die Kampfansage. Wir beide gleich. Fight Backstage. Like a fucking girl, so wie ich. Ich habe ja auch einen Sticker. Fight like a girl. Ja, sehr, sehr gut. So. Ja, genau. So, was ist das Wichtigste an deinem Make-up?
dass alles symmetrisch ist. Oh. Möglichst symmetrisch. Ich verstehe. Ja, das ist natürlich nicht so ganz einfach. Das Problem für dich? Du kennst das Problem. Bei dir muss es auch hochsymmetrisch sein. Also hier muss es, gerade muss es mal symmetrisch sein. Ja, manchmal mache ich ja nur auf einer Seite, aber... Toll. Das glitzert auch. Und ich filme jetzt, wie Marc mich filmt. Ja, guten Tag. Ich bin zu Gast bei Rabengold. Eine Rachengold. Entschuldigung. Raben. Und... Hier vor mir steht schon eine Räbin. Also du bist schon ganz rabenmäßig gestylt. Ja. Muss man wirklich sagen, ne? Ja. Hast du da jede Feder einzeln, wie die Ines ihren Glitzer heute aufgebracht an deine Kleidung? Oder? Leider nicht. Nein. Nee, leider nicht. War schon fertig. War schon fertig, ja. Das. Runtergehen. Nur noch eine Frage. Was sagt ihr zum Herr Du, eurer wirklich fantastisch gestylten Co-Bandmitgliedin? Das ist einfach ja geil. Vorweggenommen. Das ist ja unglaublich. Ja, wisst ihr, wie das wie heißt? Haare wie überhaupt so hinkriegen. Wie heißt die Frisur? Ich glaube, das ist die Denise Signature. Denise Signature. 2000. Ja. Mit Laser. Mit Laser. Mich erinnert es ehrlich gesagt, es gibt eine Zikade, die hat so einen wunderschönen Buckel. Keine Insekten. Keine Insekten. Du hast einen wunderschönen Buckel. Du hast einen wunderschönen Zikadenbuckel. Ines, wie heißt die Frisur? Ihr müsst gehen. Ja, geht ruhig. Mohawk? Ist es ein Mohawk? Das ist der Killer-Mohawk. Ja, wie würdest du die Frisur nennen? Hühnchenfrisur? Nein. Boah. Ja, 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 ja. Yeah! Fucking hell! Rabengott, yeah! Meine Damen und Herren! So läuft das. Sie sieht gut aus. Sie sieht gut, sieht sehr gut aus. Doctor!
extrem schlecht gelaunte Band. Ja, wir sind evil. Bis zum geht nicht mehr. Und deine Hose soll sehr interessant sein. Nein, seine Hose. Deine Hose. Nice fucking hell. Ja. Respekt. Das ist eine sehr gute Hose und ein sehr guter Körper unter der Hose. Darf man das Wort sagen? Darf man, über Körper darf man nichts mehr sagen, ne? Doch, kann man sagen, natürlich. Komplimente gehen noch immer. Komplimente gehen immer. Komplimente gehen. Man muss das sagen. Man muss es sagen. Wie lebt ihr damit, dass ihr so eine gut aussehende Hose und so ein Gesäß im Studio habt oder auf der Bühne? Auf der Bühne, deswegen haben wir ihn ja mitgenommen. Also das ist für euch nicht ablenkend oder irgendwie sowas? Das doch, natürlich ist das ablenkend. Das ist der Sinn der Sache. Ist aber einfach so. Wie geht ihr mit kreischenden Fans um, die dann Unterwäsche auf die Bühne werfen? Können Sie mal rüber. Kommt an, welche Größe die Unterwäsche hat. Achso, du würdest sie dann anziehen. Ah ja, okay. Also, liebe Fans. Ja, stimmt, es ist sonst keine Unterwäsche. Ich habe keine Unterwäsche an. Liebe Fans, wenn ihr Unterwäsche auf die Bühne werft, bitte in deiner bitte die Größe sagen. Dann, ich habe S. S. Also, klein. So. Anderes gilt es, weil er will sie nämlich anziehen. Nicht wie manche andere da irgendwelche sexuellen Schmuddeligkeiten mitmachen. Das gibt's hier nicht. Nee. Bei uns sowieso nicht. Bei euch sind alle anständig. Jeder weiß, wie unser Programm ist. Also das wirklich ist absolut jugendfrei. Alle anständig. Letzte Frage, jetzt geht's ja gleich los. Geht's härter als ihr? Also ich kenne eigentlich, also außer es wird dann Krach, das ist klar, Neues oder so, aber härter als ihr geht's irgendwie keine eigentlich Chance. Gar nicht. Ist wirklich so, ne? Keine Chance. So, wenn ihr mal auflegen wollt, legt Zentron auf. Dankeschön, Wiedersehen. Schon auf der Bühne, bist du aufgeregt? Nein, ich habe einfach Bock. Du hast einfach Bock. Was ist das hier, dieses Gewächs hier? Habt ihr das extra gezüchtet daheim? Ja, das haben wir selber zusammengebaut. Ein Jahr zusammengebaut? Ja, also an sich nicht, genauso wie mit den Paaren so, dass du gestellt. Ansonsten self-made. Mach Bock. Das ist sehr gut. Eine Band, die noch von Hand arbeitet. Ja, klar. Ja, aber wirklich, das sieht man auch hier. Hier wird von Hand gespielt. Aber wirklich, das Publikum ist schon aufgeregt. Das Publikum ist auch... Wow. Ich bin alt, manche sind älter. Kai Wainada, meine Damen und Herren. Nein, ich bin ja schon mit zwei aufgedreht, deswegen 27 jetzt. Ja, sehr, sehr gut. Wie ist das jetzt? Seid ihr jetzt aufgeregt oder denkt ihr euch so, hey, ich kenne überhaupt gar keinen mehr, so, keine Ahnung. Ja, es sind Leute, die kennen im Publikum, aber das ist halt, ja. Aber selbst bei mir können wir uns nicht. Ne? Ja, ja. Ein bisschen Aufregung ist vorhanden. Ja, wirklich abgefahrene Scheiße. Also ich denke, der Saal wird gleich kochen. Ich mache mal die Ansage jetzt. Ja, schau mal deine Stimme her. Ich drück dir die Daumen. Jetzt passiert etwas wirklich Geiles. Ich merke schon, die Stimmung im Saal, die ist ganz zitterig. Es tritt eine Band auf, die seit 25 Jahren nicht mehr aufgetreten ist. Es ist keine geringere Band bei den Stillschnitten und fangen wir euch extra 5 Minuten früher an, um euch noch mehr bieten zu können. Ich will, für alle, die so alt sind wie ich, ihr wisst, wovon ich rede. Für alle, die jünger sind, lasst euch überraschen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich freue mich, ich bin erstaunt und ich bin glücklich. Meine Damen und Herren, beim Abgefestival, Kaya Ina! Kulissen geht's weiter. Wir treffen eine, ihr kennt das YouTuber. Hier ist eine YouTuberin. Wie heißt dein Kanal? Selene Nox. Wie heißt die in Wirklichkeit? Selene Nox. Selene Nox, nee. Bist du geoutet mit deinem richtigen Namen? Das ist ja ähnlich, also Selene. Also tatsächlich. Selena, ja, genau. Selena wie Selena Kyle, weil du auch so ein Catwoman-Dress hat. Selena Kyle ist nämlich Catwoman. Ist das daran angelehnt? Nee. Haben deine Eltern nicht irgendwie gelesen, Catwoman oder so? Ich glaube nicht. Du wusstest das gar nicht bis jetzt, wie mir scheint. Doch, das wusste ich schon. Ja. Aber ich glaube, meine Eltern sind jetzt nicht so die Catwoman-Fans. Nee. Tatsächlich, nee. Fragst du mal, vielleicht heimlich, vielleicht haben sie es dir noch nicht gesagt. Sehr, sehr gut. Ihr macht ein hinter den Kulissen Video. Darum geht's, ja? Ich tauche nie auf normalerweise. Das ist der Mann, wenn ihr euch immer mal gefragt habt, wer filmt eigentlich die Celine immer, das war er gewesen. Worum geht's in deinem Kanal? Fashion Festivals,
Ja, dann machen wir direkt mal einen Fashion-Check. Genau, einen was sagst du hier zu meinen uralten Arbeitsklamotten, die ich hier Ich finde das sehr schön, wie du das aufgewertet hast mit dieser Kette. mit dieser Kette. Die hat bestimmt irgendeinen Namen. Ich glaube, das zählt zu den... Nee, ich weiß nicht, wie man dazu sagt. Ich bin fashionmäßig nicht so bewandert. Wie stehst du zum Klamottenflicken? Das hier ist ja alles schon 10-mal geflickt. Darf man das machen? Klamottenflicken super. Geht das mit was ist das, Lack, Latex? Geht das damit? Ist ein bisschen schwierig, wenn sich da die Beschichtung löst. Also ich habe letztens eine Hose geflickt, so Loch war okay, aber wenn die Beschichtung ab ist, dann hast du Pech gehabt. Wie stehst du zu Mini-Nasenringen? Mini-Nasenringen finde ich schrecklich. Mini-Nasenringe. Schrecklich. Entweder richtig oder gar nicht. Das ist unsere Meinung. Ja. Ja, entweder so ein Sechser-Ding, wo man Finger durchschieben kann oder nicht. Ja, das ist wirklich so. Genau. Gut, dann geht's gleich los. Wir sind schon ein bisschen aufgeregt. Voll, ja. Also ich darf dich endlich interviewen. Das ist mein großer Traum seit langem schon. Ich wollte bei euch längst mal im Kanal sein. So sieht's doch aus. Ja. So, jetzt wird's verkabelt. Kann man auch mal zeigen. Das ist ein drahtloses Mikrofon. Ja. Was erstaunlich gute Qualität immer hat. Ne? Ja. Ich bin da sehr begeistert von diesem Rodel. Hallo, ja. Tja, Olli, lach nur. Hier gibt's nichts zu lachen. So, wir sind am Grufti-Festival. Oh mein Gott, zwei Fashion-Influencerinnen in einem Mini-Video. Ist ja der ich Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wo ich da Doch, Fashion du hast hier Influencer. So viele Glitzersteinchen. Du bist die Glitzersteinchen-Fashion-Influencerin. Ja, okay. Influencer ein bisschen Glitzer. Ja, genau. Steinchen. Und du bist für Latex. Und hast Fans Lack. Auf aller Welt und Lack. So, jetzt fangen wir mal damit an. Was ist der Unterschied zwischen Latex und Lackklamotten? Latex ist Gummi. Und Lack? Lack ist ein Stoff. Der einfach eine Beschichtung hat. Und der, wenn man in die Waschmaschine schmeißt, blättert alles ab. Ja, man sollte ein bisschen aufpassen, aber mit beidem. Mit beidem sollte man vorsichtig sein. Ines, du trägst was anderes. Aus welchen Materialien bist du gewandelt? Ich glaube, alles Mögliche. Also ich habe hier Samt, ich habe hier hinten ist Spitze mit Gestrüpp dran. Gestrüppspitze. Noch mehr Spitze. Wie nennt sich das? Brokat, glaube ich. Ganz viel Perlen überall, das Perlenmotiv aufgegriffen in den Haaren. Hast du extra da reingeflochten, ne? Ja, da ist, tun wir mal gar nicht so. So, so, an dir kann überhaupt nichts hängen bleiben, du bist glatt. Ja, ich bin ganz glatt. Du hast nichts eingeflochten. Nee. Wie würdest du deinen Style beschreiben? Also minimalistisch zum Beispiel? Ja, genau, ein bisschen minimalistisch, straight, Vergleich auch zu dir natürlich dann. Ohne Perlen, ohne Blimbim. Findet einer von euch, dass die Styles besonders sexy sind zum Beispiel? Also es gibt ja viele Fetischisten, die Lack, Leder und so weiter total geil finden. Es gibt sicher auch Leute, die Perlen und Glitzer gut finden. Ja, Korsetts und so. Und Korsetts, genau. Ne? Findet ihr das so oder findet ihr, die Leute sollen einfach mal die Klappe halten und sich die schöne Mode angucken und nicht immer an irgendwelche... Nee, ernsthaft. Also. Ich bin ja froh, wenn die Leute irgendwas kommentieren bei mir und ihre Meinung dazu sagen. Egal was. Erstmal, ja. Aber natürlich, wenn sie sagen, oh, das ist aber schönes Latex, dann sage ich, nein, das ist kein Latex. Das Lack. Da achte ich drauf, ob es Latex oder Lack ist, ganz ehrlich. Nee, aber wenn das Ganze in so einen Zusammenhang gestellt wird mit irgendwie so sexualisierten Sachen oder so, findet ihr das nervtötend oder ist das egal? Es ist das Internet und es ist halt also, so, ne? Und die Menschen... Aber wenn ihr was wünschen würdet, würdet ihr dann wünschen, dass die Leute mehr über Mode reden oder nicht? Ja, natürlich. Du auch? Ich nicht. Ich finde beides gut, weil zum Beispiel, das ist ja auch ein positives Gefühl, wenn man das erotisch findet. Somit ist das völlig okay. Also. Sehr, sehr gut. Würdest du Lack oder Latex mal anziehen oder wäre dir das zu warm hier beim Amphi-Festival? Ich hatte beim Amphi auch schon ein ganzes Latexkleid an und den ganzen Tag. War aber warm, ne? Ja, der Schweiß ist geflossen. So, und jetzt hast du dazu eine Frage an deine Co-Influencerin. Ja, aber das hatte sich ja jetzt schon ergeben, weil das ja ein Lackkleid ist und da drin schwitzt man nicht so stark wie Latex. Ja, man schwitzt auch. Geht ja auch keine Luft durch einfach. Die Frage ist, was machst du mit dem Schweiß nach einem Festivaltag? Dicke Socken anziehen, dann läuft der Schweiß in die Socken und dann kannst du die Socken entweder waschen oder verkaufen. Also macht das dann so... Ja, manchmal. Ja. Also ich kann ja auch nur sagen, dass ich auch einen Baumwollslip drunter hatte, was man eigentlich nicht macht. Und ich bin regelmäßig gegangen und habe den Baumwollslip ausgerungen. Ja. Warum macht man das nicht? Ja, man zieht eigentlich anderen Sachen eigentlich unter. Was zieht man denn dann an? Aber ich musste was drunter ziehen, damit nicht immer der Schweiß an den Beinen runterläuft, weil das ist nämlich eklig. Also habe ich versucht, irgendwas zu haben, wo der Schweiß aufgefangen wird. Dann ist der Baumwollslip die beste Lösung. Einfach durchlaufen lassen bis zu den Socken runter. Also du würdest sagen, lieber keine Unterwäsche durchlaufen lassen bis zu den Socken. Ja, aber ich hatte leider ein Kleid, das ging nur bis zum Knie und dann muss man aufpassen, dass da nicht der Schweiß sichtbar ist. Haltet ihr das für ein Gerücht, dass man auch unten einfach so Windeln, Damenbinden, irgendwie sowas reinlegen kann, die das dann aufsaugen? Oder glaubt ihr, das ist eher nur ein Märchen? Das ist wunderbar, finde ich. Okay. Aber ich habe nicht gemacht. Könnt ihr mal ausprobieren. Hallo, Bruno. Hallo.
Jetzt bist du auch im Internet. Ich bin auch im Internet. Ist das ein Livestream? Das ist fast, das geht nach YouTube. Ja, komm, wir machen mal Kleidungscheck gerade. Wir sind hier im Fashion-Kanal. Oh Gott. Könnt ihr mal kurz den Bruno abchecken, fashion-technisch? Sorry, ich komme in meiner Nachkonzert. Ich habe mich kurz geduscht, Kleidung. Nein, nein, du brauchst dich gar nicht schämen. Es ist alles das war super. Ich mag das Netz. Oh, danke schön. Du hast ein Netzhemd. Dann, du hast das Netzhemd auch. Dann habe ich, ach ja, hier die Fashion Details. Swarovski. Swarovski. Sehr, sehr schön. Genau. Und wir hatten gerade Autogrammstunde. Deswegen bist du jetzt noch ganz voller Energie von den Fans. Ja, die waren auch echt total süß. Da waren ganz Alte da und dann sogar ganz Junge da. Was die war vielleicht 5 oder so. Darf die überhaupt schon aufs Festival gehen? Offenbar ja. Kam mit ihrem Papa und wollte dann, ach, das war schon echt sweet. Hast du einen Tipp? Weil sie hat gleich Meet and Greet und ich habe vielleicht irgendwann eine Autogrammstunde. Was können wir von einem alten Hasen lernen zu solchen Gelegenheiten? Also was ich immer ganz gut finde und ich glaube, was ankommt, dass man, ich meine, diese Leute, die haben dich dein Leben lang begleitet und dich unterstützt. Und waren immer irgendwie bei dir. Insofern gehe ich eigentlich immer ein bisschen so demütig auf eine Autogrammstunde, weil ich eigentlich diesen Leuten dankbar bin. Und eigentlich könnte ich von denen Autogramm haben wollen. Also insofern einfach nett sein und schön unterhalten. Und die haben ja auch eh mal was zu erzählen. Weil, weißt du, die wollen ja meistens am liebsten auch noch gerne ein Foto. Das trauen sie sich aber nicht sagen. Deswegen, willst du auch noch ein Foto? Dann freuen die sich total. Und dann natürlich eine persönliche Widmung schreiben. Das sollte man auch. Verstehe. Ja, also nicht so abfertigen. So nicht so einfach Kort, so. Ja. Sagt, ja, deswegen hat es jetzt auch länger gedauert, war eine Dreiviertelstunde, aber man nimmt sich für die Leute Zeit. Weil die stehen nämlich, vor allem die stehen dann hier im Regen an und das ist echt fies. Wer du sitzt da so gemütlich unter Dach. Ich dachte mir dann natürlich auch so, irgendwie ist echt fies, dass wir uns jetzt hier mit dem einen so 10 Minuten lang unterhalten über, oh cool, das Album hast du und damals war es dabei und die anderen stehen da im Regen irgendwie. Ja, da aber braucht man einen Hut, der hält den Regen ab. Genau, sehr richtig. Gut. Vielen Dank. Sehr gut. Was ist euer Plan heute noch? Wir machen weiter mit unserem Fashion-Kanal hier. Erstmal. Ihr macht genau. Fashion, ja. Wir würde ich auch sagen. Ist Fashion, ja? Du kannst ja noch zum Abschluss sagen, Lack, Leder, Latex oder Polyester und Baumwolle. Das ist also, ich muss natürlich immer sagen, es ist der Inhalt. Und das sind zwei so bezaubernde Wesen, die könnten auch mit einer Aldi-Tüte da sein. Insofern funktioniert beides. Vielen herzlichen Dank. Das war unser Modekanal. Klickt euch rein bei Das Ich Band oder bei deinen Kanälen. Hast du mehrere Kanäle? Nee, Dankeschön. Nur einer. Nur einer. Sag ruhig nochmal, wie heißt. Ja, Selene Nox. Also Punkt Nox, ne? C-E-L-E-N-E Punkt N-O-X, ja. Und Asrael Punkt Ines. Ja. Sehr gut. Vielen herzlichen Dank. Mit nur Unsinn. Mit nur, da ist nur Unsinn drauf, ja. Tschüss. Wir haben Gäste aus dem hohen Norden hier, die sind haben gerade so abgehottet, dass sie mit der Gesichtshaut am Ende sind. So ist es. Front war absolut spitze. Front war super. Großartig. Ihr kennt ja noch alten IBM, Oldschool IBM. Woran erkennt man den klassischen Oldschool IBMler? Das hast du mich schon mal gefragt. Ja, das habe ich schon gemacht, das wissen die Leute nicht mehr. Wenn du mich anguckst, so speziell nicht. Also es gibt die natürlich mit Uniform rumlaufen, irgendwelchen T-Shirts, wo IBM draufsteht, Front 242, Frontline, Orange Sector etc. Aber grundsätzlich würde ich heute nicht mehr sagen, dass man den irgendwie erkennt. Die Schuhe sind auch, wie man sehen kann. Katzenschuhe, ne? Keine Stiefel, sind Katzen drauf. Ja, die Katze, die Kitty. Angezogen heute. Ja, ach so, warst du im Beachclub? Nee, noch nicht. Ist ein bisschen regnerisch. Das ein bisschen, aber du hast Hello Kitty Schuhe. Ja, ich habe Hello Kitty Schuhe. Also bist du true IBMlerin? Ja, true Kitty IBMlerin. Ihr seht schon, das wird ja alles nicht so ernst genommen. Ich muss jetzt sehr ernst. Ich muss jetzt Welle ansagen. So ist es. Aber ich würde von Nordost. Auf der Ostsee. Achso, wir haben ja, du kennst dich ja aus. Manchmal mit Wellen. Was muss hier so ein Landratte wie hier in Köln über Wellen besser mal wissen? Können gefährlich sein. Wenn sie größer sind. Wenn sie größer sind. Und, das kommt auf an. Nordsee, Ostsee. Nordsee hast du lange Wellen, das ist ein bisschen ungefährlicher. Ostsee hast du kurze Wellen, das kann ja Schiffstyp oder Bootstyp ein bisschen gefährlicher sein. Aber jetzt so ad hoc, ne. Ja. Es gibt Kreuzwellen, gibt es auch noch. Ja, die können auch noch tückisch sein, wenn man im Ruderboot rumfährt. So ist es. So. Achso, wie gefällt es euch hier im tiefsten Westen? Ja, super. Jetzt fragst du falsch. Ich bin ja ein großer Dialektfreund. Das ist ja hier aber physisch heiß. Also dialektisch ist, ne? Fühlst du dich heimisch. Ja, das ist Wahnsinn. Ich sag es dir. Verrückt. Sind die Leute hier zu gesprächig, zu lustig, zu Die sind sehr nett. Sehr, sehr nett, muss ich sagen. Wirklich. Marc, hör auf. So, ich gehe jetzt ansagen. Vielen herzlichen Dank. Welle Erdball, meiner Meinung nach der Hauptact, zusammen mit den beiden Fräuleins.
Welches Fräulein bist du? Im April. Und welches Fräulein bist du? Lady Lila. Wie findet ihr das, mal nicht auf der großen Bühne drüben zu sein, sondern in der kleinen? Ja, klar. So, seid ihr gerne auf der kleineren Bühne, oder? Ja, weil wir mehr mit Licht machen können. Ach so, was habt ihr denn vor mit Licht? Unsere Leinwände mit Videoprojektion. Zum Beispiel. Und noch so viel mehr. Ein Welle-Erdball-Konzert, das ist eigentlich wie ein ganzes Festival. Ne? Also da braucht man eigentlich nur zu eurem Konzert zu gehen. Ja. Wann warst du das erste Mal bei Welle-Erdball? Bevor ich tatsächlich Teil der Band war, war ich schon irgendwann in den 2000ern. Hatte ich schon mehrfach auf mir angeschaut und dann musste ich irgendwann, da musste ich mal dabei sein. Und jetzt ist es soweit. Wann warst du das erste Mal beim Welle-Erdball-Konzert? 2005. Und 2015 bin ich das erste Mal mit Welle auf der Bühne gestanden. Seid ihr jetzt die glücklichsten Menschen der Welt? Auf jeden Fall. Ich bin's jedenfalls, weil ich die sehr gute Welle Erdball mit den beiden Freunden ansagen darf. Ach, ich würde nicht so viel Krach machen hier. Ihr habt gesehen, das wird ein wahnsinnig schönes Konzert, nämlich ein vollständiges Tourkonzert. Also nicht nur was für draußen, sondern was für drinnen. Ihr könnt euch zurücklehnen, aneinander lehnen und einfach Welle genießen. Wir haben euch auch schon ein bisschen Vorgeschmack mitgebracht mit ein paar Seifenblasen hier. Wir wollen, dass mal ein paar mehr Frauen auf der Bühne sind. Das hat auch geklappt. Das Projekt, was ihr gleich sehen werdet, die fantastische Band, deren Autogramme ich alle auf meinem Körper auftätowiert habe, gibt es seit 1990. Aber im Jahr 2023 sind sie besser, schöner, fantastischer, liebevoller. Und meiner Meinung nach ist die schwarze Szene ohne Welle Erdball überhaupt nicht vorstellbar. So, jetzt brauche ich eure Hilfe. Ist doch so. Meine Damen und Herren, was passiert, wenn man Honey, Lady Lila, ML Peel und Cosmo zusammenbringt? Dann ergibt das... Vielen herzlichen Dank. Viel Spaß mit Welle Erdball, einer der besten Bands in der schwarzen Szene. Let's go! Durch das Meer, den Illuminaten hinterher, denn ich rette die Welt aus ihrer Luft in einem großen goldenen Unterseebusch. Über dem Kölner Rheinufer, es ist mega episch, wir alle haben unser Handy schon gezückt, ja. und gedreht. Ja. Das ist toll, ne? Was löst das für Gefühle in der Aushässchen, diese Sonnenuntergang? Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Ich wollte dir vorhin schon wegen dem Sonnenuntergang und dem Dom Bescheid sagen, aber ich meine diese Kombination von der Orbit Stage und dem Dom dann auch noch und dem Sonnenuntergang. Ja, was löst es bei dir aus? Das ist wie Herbst. Das ist wie Herbst. Toll. Und du magst den Herbst, nehme ich an. Ich liebe Herbst. Ja, ja. Wer nicht, die Gruftis sollten Herbst mögen, das ist schon klar. Toll. Das ist ganz wichtig. Man muss selbstbewusst und wohlfühlend sein. Bianca, du hast Befürchtungen. Ja, ich habe Befürchtungen. Welche denn? Wir haben jetzt 5 Lieder vor uns und 4 davon sind Weltpremiere. Ja. Außer, dass wir dem Studio natürlich schon zusammen gesungen haben. Hässchen, kannst du die Ohrstöpsel machen? Aber live sind es 4 Weltpremiere. Die Ohrstöpsel. Ja, das ist richtig. Ist das für dich schön, so eine Weltpremiere? Das ist schon, für mich schön. Ich habe noch keine Meinung. Ist das für dich schön? Ja, sehr schön. Sehr mit schön. Dir zusammen, ja. Ja, dann. Gut. So, wir haben ein Filmteam dabei. Wir können daraus ein mega episches Video Tim. Machen. Das heißt, Filmteam heißt Tim. Ja, nee, das heißt Tim und Angie. Die Angie ist Mediengestalterin. Die wird da gerade schon eingewiesen. Da unten, ja. Ja, die Angie kann das. Cool. Ja. Sehr gut. Und ansonsten den Rest machst du. Du bist Profimusikerin. Jetzt habe ich auch was beigetragen, damit du dich wohlfühlst. Ja, das stimmt. Warum denkt ihr eigentlich alle, dass ich mich wohlfühlen muss? Warum muss man sich wohlfühlen? Wir denken, wenn du dich wohlfühlst, machst du alles viel schöner. Meinst du richtiger? Schöner. Schöner.
So, wir sind angekommen. Die Band baut ab. Wie war's? Das war schön, das war heiß, das war anstrengend, das war nicht ungeil. Also wirklich ein schönes Setting hier. Ist es besser auf der Riesenbühne oder hier auf dem engen, heißen Schiff? Wie alles im Leben hat es seine Vor- und Nachteile und wir spielen überall. Ihr spielt überall. Sehr, sehr gut. Also wenn ihr die Band mal buchen wollt, wisst ihr Bescheid, ihr habt's gehört. Sind Schweine teuer, das seid ihr, ihr seid jeden Cent wert. Ja, aber wirklich. Ja, wirklich. So, und hier ist jetzt der Marc bei der Vorbereitung. Jetzt mach ich mal, was du mit allen machst. Ja, wie fühlst du dich so gut vorm Auftritt? Also ehrlich gesagt, ich würde es lieber dem Olli überlassen. Der kann singen, der kann Texte, der kann Bühne. Willst du es machen? Ja, ich darf nur anmoderieren in dem Fall. Okay, was soll ich sagen? Augen zu und durch. Oder wie der lieber Alex gesagt hat, Wieselski, das wird schon, das wird schon. Ja, wir freuen uns. Tag 1 des Amphi-Festivals ist vorbei. Ines, du hast meine Stimme nicht gehört. Sie war zu leise. Ja, das stimmt. Ja. Also normalerweise bist du ja sehr, sehr laut auf der Bühne, weswegen du deine Stimme auch gerne mal verlierst im Verlauf des Festivals. Sie ist auch jetzt schon ein bisschen rau und tief. Ja. Ne? Ja. Morgen wahrscheinlich ist sie ganz weg. Ja. Ja, aber ja, du warst wirklich nicht zu hören. Ja, aber war es nicht so schlimm. Ne? Beim letzten Lied hat man mich vielleicht... Man musste Lippen lesen. Beim letzten Lied vielleicht. Vielleicht beim letzten Lied. Na, was? Wir sehen das mal auf dem Videoband, ich weiß es nicht. Toll. Romantische Stimmung hier abends an Vater Rhein. Spürst du die romantische Stimmung, Herrchen? Ich hatte sehr viel romantische Stimmung, falls das jetzt gerade auf mich bezogen war. Und zwar, ich war zwischendrin, als du gesungen hast, bin ich nämlich oben aufs Deck gegangen und dann während ich auf dem Deck war, war ein Feuerwerk sogar noch zu sehen. Und dann konnte ich mir während das Schiff fährt das Feuerwerk angucken. Ich habe euch im Hintergrund gehört, also beziehungsweise Bianca, immer noch dich nicht. Postet hier drunter, ob das eine romantische Stimmung ist, wenn die Ines weggeht von mir und sich auf dem Dach was anguckt. Vielleicht findet ihr, es ist sehr romantisch, vielleicht seht ihr es anders. Ich wollte dir ja noch zuhören, aber du warst ja nicht zu hören, dafür kann ich ja nichts. Liebe Leute, wo seid ihr? Es ist Sonntagmorgen, 11 Uhr. Das Festival. In der Kirche. Ach so, sind alle in der Kirche. Ja, okay. Also auf jeden Fall, wir warten auf euch. Es gibt keine Schlangen, nix. Aber es gibt auch Probleme. Das ist das Schöne. Ihr könnt jetzt bitte mal zügig kommen. Ich moderiere gleich an. Aber die Ines hat ein Problem. Ines? Ja, mein Schuh ist kaputt. Der Schuh ist kaputt. Habe ich jetzt gemerkt. Zeig mal. Das ist ja immer so ein Gelatsche hier. Das ist immer ein ganz schlimmes Gelatsche, ganz, ganz schlimm. Ja, wir müssen ja immer 15 Minuten laufen. Bis ja, es ist wirklich fürchterlich. So wie die Menschen hinter uns hier alle am Latschen. Ah, jetzt kommen die Leute schon. Guck mal, kaum sage ich das, schon kommen sie. Ja, super geil. Danke, ihr seid treue, gute Fans. Ja. Wolltest du noch was sagen? Nein. Wir sehen uns gleich vor der Bühne. Ich auf der Bühne, ihr vor der Bühne. Beim Amphi-Festival 2023. Falls ihr irgendwelche Schuhkleber habt, könnt ihr gerne mitbringen. Nein, ich tape das gleich. Mit Gaffertape. Panzer, ja. Bühnenklebeband. Ajor, höre ich gerade. Bist du aus dem Saarland? Nee, ich bin eigentlich aus dem Westerwald, aber... Gut. Hast du das angewöhnt? Ja, ich bin... ich komme vielleicht einfach viel im Land rum. Ne? Geht mir genauso. Ich habe mir Nu habe ich mir angewöhnt. Ach. Das heißt aber ja, so, es ist Frühstückszeit. Was hast du hier zum Frühstück? Den Markennamen möchte ich eigentlich nicht zeigen, weil das ist zum Pep-Konzern. Ist egal. Ja, also Kartoffelchips. Salz und Essig ist eine interessante Kombi. Habe ich mal irgendwo im Angebot abgegriffen und ich wünschte, es gäbe eine Billig-Marke oder eine Fair-Rate-Marke davon. Ja, aber ist halt so. Und dann hast du als Getränk dazu gewählt? Das ist jetzt leider kein Kölsch, das ist ein Bier. Ja, war eben einem das Bier zu kalt. Das Bier war zu kalt, dann hast du es geerbt. Genau, er wollte rein und da dachte ich mir, okay, ich bin jetzt einfach mal nachhaltig. Sehr, sehr gut. Und das du hast, und die Hornisse hat, nee, war es eine Hornisse oder was? Das war eine Hornisse. Die hat dich auch direkt besucht, die wollte auch dein Bier.
Ja. Aber jetzt gut. Ist er weg, jetzt ist er da hinten. Schätzt du mal, das ist eine, war wahrscheinlich eine norddeutsche Hornisse. Was waren Becks? Ach, ich mit meiner Schleichwerbung. So, wir wünschen dir einen schönen Festival. Wünsche ich euch auch. Dankeschön. Hier kommen die nächsten Menschen, aber sie haben eine Besonderheit, nämlich einen Fotopass. Ja, das heißt, da bin ich sehr stolz drauf. Ja, ihr geht in den Graben. Nachher bei den Lordies. Warst du schon mal beim Lordi? Ja, schon zweimal letztes Jahr. Glaubst du, es ist Schiebung beim ESC gewesen oder irgendwas anderes? Ja, definitiv. Du glaubst an Schiebung? Ganz eindeutig, ja. Ehrlich? Ja. Du auch glaubst auch an Schiebung? Ich glaube auch an Schiebung, auf jeden Fall. Ihr glaubt auch, dass es Schiebung war beim ESC? Nein. Tschüss. Moin. Worauf freust du dich besonders heute? Auf was freue ich mich? Coppelius. Coppelius. Coppelius, ja. Bist du so früh aus dem Bett gekommen? Es ist ja außer uns doch kaum jemand hier. Ja, ich muss ja. Ja, aber was ist dein Geheimnis? Ja. Geheimnis. Ach so, wie habe ich es gemacht? Ja, drei Wecker gestellt. Wirklich? Was ist dein Geheimnis? Auch drei Wecker. Ja, habt ihr gestern noch gefeiert bis in die Nacht? Nee, tatsächlich nicht. Ihr seht doch so frisch aus. Entschuldigung, weil? Den ganzen Tag unterwegs gewesen auf den Beinen, dann tun die Beine weh und dann irgendwann mal muss man einfach ins Bett fallen und schlafen. Sonst haben wir so eine schwere Kamera schleppt, ja. Ne? Ja, das stimmt. Da wünsche ich euch sehr viel Spaß. Dankeschön. Dankeschön. Und hier treffen wir noch einen weiteren Mitarbeiter, der schon immer hier mitarbeitet. Wie lange arbeitest du schon hier? Von Anfang an. Aber in Gelsenkirchen schon, ne? Genau, Gelsenkirchen angefangen. Wow, wann war das? Ich meine, es wären 16, 17 Jahre jetzt her. Da war ich auch. Ich war bei jedem einzelnen Amphi-Festival. Du auch. Ja. Wir zwei sind wahrscheinlich die Einzigen, die bei jedem... Nee. Und netterweise habe ich dich auch immer getroffen. Sehr, sehr cool. Würdest du dir auch so ein Amphitheater wie in Gelsenkirchen wünschen? Oder ist es okay hier? Nee, ich finde diese Location so, wie sie ist, wunderbar. Also am Tanzboden bin ich richtig sehr zufrieden. Ist irgendwie so auch ein familiäres Festival, weil alles so schön nah beieinander ist, finde genau. Ich. Genau. Ne? Also es sind auch viele Leute, die sich immer gerne wieder hier treffen oder so. Die kommen auch weltweit hier angeflogen. Die Anbindung ist super oder so. Ah ja, stimmt. Also das ja, ist besser als Gelsenkirchen, da kommt man auch hin, aber da muss man erstmal im Bot sein. Ja, das ist. Gut. Was ist dir aus all den Jahren besonders in Erinnerung geblieben bisher? Also eigentlich alle Leute immer. Diese Stimmung mit den Leuten hier zusammen. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn ich hier arbeite, dass immer ältere Leute hier stehen, fasziniert gucken, aber dann auch interessiert nachfragen, was machst du hier? Oder was macht die Szene hier? Und man hat die Gelegenheit, das zu erklären oder so. Was macht die? Woraus besteht die? Was passiert hier? Und dann sind die sehr zufrieden, bedanken sich und nehmen das teil. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Zum Beispiel haben sie mich mal gefragt, warum manchmal Gothics so einen Stock dabei haben oder irgendwie so ganz komische Fragen auf den ersten Blick. Aber eigentlich stimmt's. Ist ja wirklich eine gute Frage. Ne? Absolut. Also, wendet euch an uns. Wir sind die beiden alten Herren hier und wir können euch alle möglichen Fragen versuchen. Viel Spaß. Danke. Einige Leute scheinen hier auf dem Gelände zu übernachten. Nein, das ist der sogenannte Festivalbaum. Das ist der Festivalbaum. Ja. Wir kennen ja eine Band. Das ist wie Weihnachten, da hängt man immer Sachen dran. Und dann darf man. Und dann ist der ganze Baum dann irgendwann geschmückt. Aber es ist nur Deko. Darf nicht die Katze zerfetzen. Nee. Obwohl, du bist ja Destroyed heute, also da beim Destroyed Look. Ja, Destroyed Look darf man darf zerfetzen, das stimmt ja, hier. Ja. Gut. Wie war's gestern für euch? Sehr, sehr schön. Ich will auch noch was sagen. Nee, du willst ich wollte nichts sagen, aber jetzt muss ich was sagen. Hallo, ihr seid hier zugeschaltet bei unserem lieben Makito. Ihr seid bei der am meisten tourenden Band dieses Planeten. Könnt ihr überhaupt noch zählen, wie viele Auftritte ihr in den letzten 24 Monaten hattet? Nö, aber das muss ich ja auch nicht, das ist ja mein Vorteil. Oh, naja, du musst es auch gar nicht. Kannst du nachlesen. Wo könnt ihr das nachlesen? Bei Lord of the Lost TV, ne, kann man einfach die... Auch das, naja, oder... Aber das, ihr müsst das Internet... Ergründen. Ich weg, ein quasi. Habt ihr? Seid ihr so richtig, seid ihr so eine Buchhalterband? Ja. Nee, also wir sind die Band, er ist der Buchhalter. Ja. So ist es, ja. Wer schläft wo? Nightliner? Habt ihr da feste Plätze? Oder? Oben vorne rechts. Oben vorne rechts? Ich links oben Mitte. Erstes Bett an der Treppe rechts oben. Ist das beste Bett? Ja. Warum? Nein, meins ist das beste Bett. Immer wo du bist, ist das beste Bett. Ah. Aber nur wenn du dabei bist. Auch Kantal ist sonntags morgens schon da. Wie hast du es aus dem Bett so früh geschafft? Oh, freut mich was Leichtes. Jetzt wird erstmal aufgebaut. Der Bühnennebel qualmt schon. Es geht gleich los. Die ersten Zuschauerinnen und Zuschauer sind auch schon eingetroffen. Man muss dazu sagen, es ist Sonntagmorgen. Wie habt ihr das gemacht, dass ihr schon wach seid? Ihr seid einfach wach. Sie sind einfach wach. Es gibt keine geheime Technik. Sensationell. Ja, so läuft das hier bei Amphi. Hier ist der Bühnennebel. Läuft. Ist irre, ne? Die Zuschauer. Wie hast du das gemacht, dass du schon wach bist um die Zeit? Ja, Wahnsinn, oder? Wie hast du es gemacht? Ich habe den Wecker früh gestellt. Hast du hier geschlafen? Nee, ich habe zu Hause geschlafen. Cool. Sind die Gothics das beste Publikum, das man haben kann? Ja, absolut. Ne? Das ist das Beste, was man sich wünschen kann. Weil die sind alle so lieb.
oder? So, jetzt habt ihr das gehört. So sieht es nämlich aus. Es gab böse Kommentare, ich würde der Band ständig auf die Eier gehen, im Backstage rumgeistern und so weiter. Ja. Das stimmt auch, es ist nicht falsch. Ja. Aber stört sich, das ist ja die Frage. Ja, sehr. Ja, was kann man dagegen tun? Wie geht man gegen Lässlinge im Backstage-Bereich vor? Einfach gehen. So macht man das, Freunde. So geht das. Tschüss. Eine Erfahrung gemacht mit sozialen Medien, und zwar wenn du ein anderes Kleid getragen hast, also du hast so geschnitzt und dann hattest du ein anderes Kleid an und dann wurdest du gesperrt. Ja. So, schwarze Outfits, die glänzen, sind böse. Was war das erste und danach das andere, nachdem du geschnipst hast? Das erste war ein Body und das andere war eine Leggings. Beide schwarz. Beide schwarz. So, und diesmal hast du was Rotes an. Also wenn wir Glück haben, bist du diesmal nicht gesperrt. Genau, das ist der Plan. Rot ist gut. Wir gucken mal, ob es am Schnipsen liegt. Kannst du mal kurz schnipsen? Ich habe den mit der linken Hand. So, wenn ihr das Video nicht seht, ist es gesperrt worden. Wenn ihr das Video seht, ist es nicht gesperrt worden. Danke, tschüss. Ja. Das Publikum würde gerne mehr sehen, aber leider gibt es keine Zugaben am Amphi-Festival. Das ist einer der großen Nachteile. Wir sind immer pünktlich, aber es gibt keine Zugaben. Aber naja, dafür geben die Bands alles, um auf den Punkt zu kommen. Unser Lasagne-Tontechniker ist nicht irgendwer. Nicht, dass ihr denkt, hier steht irgendwer. Hier steht der Tonmann von Billy Idol. Genau gesagt, der FOH-Mann. Was bedeutet FOH? Front of House. Was ist das? Das ist da vorne, im Haus. Front of the House. Wie war das? Finde ich, Billy Idol hat eine Lesung gemacht. Absolut, der hat eine Lesung gemacht. Was hat er denn überhaupt gelesen? Ich glaube, der hat ein Buch geschrieben. Aber er hat nicht so aufgepasst. Nee, tatsächlich. Du hast auf den Ton geachtet. Absolut. Hat er gar nichts gesungen und nicht mal akustisch mit der Gitarre? Doch, er hat vorher ein bisschen gespielt, ne? Und der Tontechniker, jetzt lösen wir das auch, ja, ne? Der Tontechniker hat dann gesagt, ich gehe jetzt was essen und mach du doch bitte die Lesung weiter. Und er hat gesagt, dann darfst du jedem immer erzählen. Ich hasse die Freigabe. Du bist der Tonmann von Billy Idol. Das haben wir jetzt gemacht. Wie findet ihr das? Postet es hier drunter. Wärt ihr auch gerne mal Tonfrau oder Tonmann von Billy Idol oder von jemand anderem? Wer ist cooler als Billy Idol? Gibt es jemanden, der cooler als Billy Idol ist? Ja, da müsste ich jetzt drüber nachdenken. Da wird schwierig. Postet es hier drunter, wer cooler ist. Alex hat eine Frage. Worin habe ich meinen Doktor? Was glaubst du, worin ich meinen Doktor habe? Auf jeden Fall klugscheißen. What the fuck? Was glaubst du, worin ich meinen Doktor habe? Salami. Dr. Salami. Oder Hawaii? Ja, auch. Was wünschst du dir, worin ich meinen Doktor hätte, wenn ich also einen coolen Doktor hätte? In Klugheit. Oh. Wünschte ich mir. Das wünschst du dir. Ja. Mein Gott, das ist schön. Und wie wir wissen, was der Alex sich wünscht, das geht auch in Erfüllung, weil er so ein braver Mensch ist. Das erfüllt dann die Wunschfee auch. So. Das
So das ist das. Super! Toll, toll, toll! Okay, was geht hier vor? Ich weiß es nicht. Es ist das Bandfoto. Was empfindest du? Ah, es ist pink. Es ist pink. Du hast gerade ein Foto gemacht mit einer Feige. Genau. Und Borat, Jared, wir wissen nicht genau. Und ihr habt da genaue Bezeichnungen für diese Fotos. Naja, normalerweise ist es ein Pre-Show-Selfie. So, macht man ja so. Aber manchmal schaffen wir das nicht vor der Show zu posten, deswegen posten wir es nach der Show. Dann ist es ja ein Post-Show-Posted-Pre-Show-Selfie. Und wenn er die Fotos macht, ist es aber ein Pro-Shot, weil er ist der Pro und er schießt die Fotos. Dann sind es natürlich Pre-Show-Pro-Shots. Und wenn wir die dann aber nach der Show erst posten, dann sind es Post-Show-Posted-Pre-Show-Pro-Shots. Photoshopped. Photoshop Pre-Show. Das kriegen wir da auch noch rein. Kann das irgendjemand von euch wiederholen? Nee, Zungenbrecher. Nein. Nein, das ist schlimmer, als ich packe meinen Koffer. Wenn ihr das wiederholen könnt, poste das hier drunter. Kannst du das wiederholen? Das heißt, das ist schlimmer, als wenn ich meinen Koffer packe. Ja, als wenn du deinen Koffer packst. Nein, das heißt sogar, es ist schlimmer, als wenn ich meinen Koffer packte. So. Eigentlich. Also als wenn deine Mutter den Koffer packt. Du kannst als aber wenn sagen, meine als Mutter den Koffer packte. Oder als würdest du deinen Koffer packen. Ja, das ist ja aber dann dieser Nee. Plusquam Konjunktiv. Genau. Plusbums. Ja. Plusbums. Ja. So. Wir drücken euch mächtig die Daumen. Danke. Sehr, sehr schön. Alle Daumen. Cross dir auf die Finger, weil es muss auch international sein. Yes. Okay. Also, wenn ihr einen Namen für die Geste habt. Aber wie geht denn Finger crossen und irgendwie Daumen so gleichzeitig? Ja. So. Ja. Nee, ich muss noch spielen, ich berechne mir da gleich was. Ja, oh ja, mach das bloß nicht. Also, das ist die Lotl-Geste. So, Lotl. Die Lotl-Geste. Toi, toi, toi. Nis, was sagst du zu diesem Mann? Ja, Schimmasch. Schön. Denkst du, es ist mehr Borat? Es ist Borat Dirt. Borat Dirt. Aber ist es auch, wenn man zusammenfasst, Borat? No. It's not bored. You are not bored at all. The fuck I am. Kannst du auch lustige Filme drehen, die ins Kino kommen? Ich bin nicht lustig. Ja. Sorry. Seid ihr leider verstanden? Ich möchte noch erzählen. Wir sind hier schon auf einer ernsten Veranstaltung. Es tut mir leid, wenn ich den Wort habe. Aber es ist schon. Ich möchte, dass das hier nicht irgendwie in den Dreck gezogen wird. Ja. Danke, danke. Oder irgendwie zu viel nackte Haut zu sehen ist. Nee, oder hier auch Nippel. Guck, Nippel sind. Warte. Oh! Morgen in der Bild-Zeitung, morgen in der Gala, morgen in der Paris Match. Ja, endlich! Endlich mal. Würdest du gerne in der Paris Match mal sein? Was ist das? Hab ich noch nie. So eine Klatsch- und Tratsch-Zeitung. Wie heißt Match? Also wie Matsche? Nee, ich weiß nicht, wie es wirklich ausgesprochen wird, aber könnte sein. Du bist ein Spezialist. Hast du Angst vor Nippeln? Ich? Angst vor Nippeln? Ja, hier vor seinen. Nee, die kenne ich. Also, du hast schon zu oft gesehen oder? Nee, oder geleckt. Nein! Nein, jetzt nicht. Er ist auf der Bühne. Entschuldigung, du wolltest was sagen jetzt. Ja, ich wollte nur noch sagen, dass es vorhin sehr lustig war, dass du mit den Worten abgehauen bist. Ich sehe einen nackten Mann. Ja, das ist richtig. Mit diesem Wort bin ich abgehauen. Du bist ins Gebüsch verschwunden mit einem nackten Mann. Sixth Sense oder was? Also, ich sehe nackte Männer. Wie lange hat es gedauert, den Bart wachsen zu lassen? Ja. Ja. So, es ist kurz vor der Show und kurz nach der letzten Show. Und es ist ganz kurz unterm Niveau. Das war Tschö. Hier sind Besucherinnen, die ihr vielleicht schon kennt. Du hast versucht, Kekse aufs Gelände zu schmuggeln. Ja. Welche Kekse? Vegane Doppelkekse. Und wo sind die jetzt? Im Müll. Und warum durfst du sie nicht mitnehmen? Weil die gefunden worden sind in meinem Rucksack. Aber warum darf man die nicht mitnehmen? Man darf nichts zu essen mitnehmen. Was hast du jetzt gegessen bis heute? Bis jetzt? Waffeln. Ah, immerhin. Und Wrap. Wrap. Also ist alles gut. Ja, ging? Ja. Waren die Waffeln gut? Hast du auch welche gegessen? Ja. Hast du was abbekommen? Ja, ich habe hier aber ein nicht veganes Stück. Oh, verstehe. Ja, das macht hier jeder, wie er will. Was erwartet ihr von Lord of the Lost jetzt? Was erwartest du von Lord of the Lost? Eine gute Show. Und auch was betreffs der Bekleidung der Band vielleicht? Was glaubst du, wie der Chris aussieht? Cool. Was glaubst du, wie der Garrett aussieht? Auch cool. Aber welche Art Bekleidung stellst du dir vor? Ich frage nicht umsonst. Keine Ahnung. Ich denke etwas Glamouröses. Vorhin konnte man den eigentlich nicht erkennen. Die hatten so... Ja, klar. Aber ihr habt sie trotzdem erkannt. Ja, danke. Sehr, sehr gut. Ja, gut. Also ich verspreche euch, ihr werdet sehr überrascht sein. Besonders von Garrett. Er hat sich wieder was sehr Schönes einfallen lassen. Ne? Kann man jetzt wirklich schön. Ja.
2023.